Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sengoku Dynasty. So. Gut. Wir sind wieder da. Selber Tag. Aber eine neue Aufnahme. Ja. Genau, wir hatten. Ich muss mal kurz mein Menü wieder. So. Wir hatten soweit alles. Wir hatten soweit alles erfüllt. Jetzt seine Schwester hat gesagt, sie würde auch hierher ziehen. Insofern sie ein Haus hat. Jetzt sollen wir ein Haus bauen. Wer ein Haus für aus? Okay, ja, das kriege ich hin. Moment. Dynasty-Menü. Ist das das Dynasty-Menü? Ah, nee, nee, genau, wir müssen ein Haus ihr zuordnen. Das heißt, wir müssen erst eins bauen. So, jetzt verstehe ich. Gebäude, Wohngebäude, die sind nach wie vor gesperrt. Das heißt, wir können nur die kleinen bauen. Ich würde diesmal vielleicht einen Ticken weiter hinten bauen. Einfach damit die jetzt nicht alle hier so. Wie weit kümmern denn damit? Martha, könntest du dich aus der Blaupause verziehen, bitte? Ich weiß nicht, ob das blockiert. So. Hier. Ja, dann ein bisschen versetzt zu Arkos Hütte. Ein Stückchen weiter hinten. Finde ich schöner, wenn man das so ein bisschen versetzt hat. Und das jetzt nicht alles hier in Reihe und Glied nebeneinander steht. Ne? So. Wie sieht's aus? Können wir hämmern? Irgendwas angezeigt? Jetzt wird was angezeigt. Okay, wir gucken mal. Holzstamm fehlt natürlich. Ist immer was ganz Neues. Den Holzstamm, die Axt habe ich jetzt mittlerweile auf der 5. Und ich brauche gleich eine neue, das weiß ich schon. So. Da drinnen war nichts, was wir gebrauchen können. Gut. Um Essen muss ich mich gleich nochmal kümmern. Ich glaube, Akku kann immer noch nicht kochen. Das hat einfach den, wahrscheinlich den einfachen Grund, dass, dass wir den einfachen Grund haben, dass sie keinen Topf hat. Keinen Kochtopf. Wobei sie ja eigentlich Fleisch. Ah, das habe ich ihr nicht eingeteilt, ne? Fleischbraten. Weiß ich nicht. Uiuiui. Was ist denn jetzt los? Ja, aber ich habe Kohldampf. Meine Energie ist im Eimer. So. Komm, weißt du was, bevor wir jetzt hier einen abmühen, gehe ich mal kurz darüber und schau doch einfach mal, dass wir hier was zu essen auftreiben. Ich weiß auch nicht, wo Akku das hinpackt, wenn sie was zu essen hat. Hier ist es jetzt nämlich alles drinne. Also ich kann das kann ich auf jeden Fall mal. Das habe ich jetzt rausgeschmissen, ne? Na toll. Das kann ich auf jeden Fall alles nehmen. Ob das jetzt echt da? Tatsache. Hab ich einfach mal dahingeschmissen. So. Packen wir wieder auf die neuen. Ein ganzes Ei. So. Ah, Akku ist hier. Dann schauen wir doch noch mal kurz. Arbeiten zuteilen. Arbeitsplätze. Akku. Ich verstehe diesen Status. Ich verstehe die Symbole noch nicht so ganz. Stufe 0 Akku, kleines Haus, ja. So ganz kann ich die Symbole noch nicht hundertprozentig zuordnen. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was das bedeuten soll. Muss ich dann sagen, sie soll so und so viel machen?
die kann mal 11 Stück machen, ne? Also wir machen einfach von allem das Maximum, oder? Was halt da ist. Kann ich das? Aha. Okay, jetzt habe ich ihr das zugeteilt. Dann müsste sie ja das herstellen, eigentlich, ne? So, wenn ich jetzt gucke hier. Das Fleisch hat sie jetzt zum Beispiel schon mal rausgenommen. Das ist jetzt auf einmal weg. Sie hockt an der Lampe, das ist auch interessant. Ich weiß nicht, was sie da macht, aber sie macht irgendwas. Okay. Wir gucken mal. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Mal gucken wir mal. Ist ja Nacht und in der Nacht will ich nicht so viel arbeiten. So, dann schauen wir doch mal. Ist jetzt was da fürs Frühstück? Nicht wirklich. Ein essbarer Pilz. Soll ich die Pilze nehmen, oder? Ich weiß halt nicht, wo sie kocht. Ich weiß nicht, ob sie an ihrem Feuer hier kocht. Oder ob sie ein Lagerfeuer benötigt dafür. Das weiß ich halt nicht. Warte mal. Wie war denn das? 3? Ich überlege gerade. Hier ist doch auch was. Da brauche ich aber auch wieder einen Kochtopf. Also ich könnte so ein Ding hier hinbauen, quasi für sie. Aber da drinnen, ne, da drin kann man es nicht, das können wir nur draußen setzen. Aber mir fehlt der Kochtopf halt, ne? Das, was wir da gefunden haben, das war ein Eimer, das war kein Kochtopf, ne? Das hier? Ne, das ist ein Eimer. Ein Eimer ist kein Kochtopf. Weise Worte. Kann ich auch nicht da reinpacken. Verdammt. Gut. Ja. Dann weiß ich auch nicht. Sie hat auf jeden Fall mal das Zeug genommen. Ich weiß nur nicht. Sie chillt jetzt halt, ne? Ich weiß halt nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die Pilze wieder raus. Dann futter ich die halt so lange. Weil irgendwas muss ich ja knuspern. So. Ich bringe halt nicht wirklich was. Die kann man vielleicht später mit irgendwas, vielleicht eine Suppe oder sowas draus machen oder eine Pfanne oder irgendwas. Aber aktuell bringen die nicht wirklich viel. Aber erstmal besser als nix. Ich futter die jetzt erstmal einfach ein bisschen. So, dass wir jetzt halt auf jeden Fall mal die Hungerleiste wieder voll kriegen. Und wenn wir die voll haben, dann machen wir das Holz hier. Dann machen wir die Stämme. Ja, komm, das sollte reichen, oder? So. Dann nehmen wir die Stämme gleich mit. Bevor sie hier alle wegkullern. So. Da haben wir noch einen Baum. Da dürfte nicht allzu viel geben, aber vielleicht ein bisschen was. Guck mal. Der hat jetzt zum Beispiel viel dünnere Stämme. Da waren auch nur 3. Aber wahrscheinlich sind das einfach, ja, Stamm ist Stamm. Aber halt dafür halt ein bisschen weniger. So.
Dann flitzen wir mal schnell hier runter. Und dann gucken wir mal. Bretter habe ich ja zum Glück genug. Ich brauche Stöcker. Die Jugendstöcker. Gut, da gucken wir noch mal. Stöcke zu finden sollte machbar sein. Oder auch nicht. Warum liegen hier keine Stöcke? Wollt ihr mich verarschen? Hier liegt ein Stock. Dieses Gefiepe, ne? Es macht einen wahnsinnig. So, ich könnte auch die Weinbeeren essen. Wo ich immer noch der Meinung bin, es sind Himbeeren. Aber wer bin ich schon, dass ich da sage, was das für Beeren sind, ne? Ich bin nicht der große Bärenkundler. Aber warte mal, wenn ich die alten Hütten wegklotsch, dann kriege ich doch auch Stöcker was raus, ne? Das war doch so. Und die abgebrannten Bäume, bei denen kriege ich bestimmt auch Stöcker raus. Ah hier, siehst du mal. Die sind eh hässlich. Hau mal die Dinger weg. Genau wie so eine alte Hütte, die ist auch hässlich. Ich hau aber auch weg. So, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier weiterbauen. So. Manchmal will er nicht so ganz. Ich weiß nicht warum. Manchmal braucht er ein paar Anläufe. Neue Stufe des Handwerks erlernt. Komm jetzt nicht durch die Blaupause gelaufen, sonst kriegst du einen Hammer in die Fresse. Wäre vielleicht nicht so gut. So, ich brauche Stöcker und ich brauche, ich brauche Bretter. Das heißt, die mache ich jetzt erstmal wieder zu Brettern. Wahrscheinlich brauche ich gleich wieder Stämme, mit Sicherheit. Na, wir machen das jetzt einfach mal. Dann haue ich mal den hier weg. Alles klein hier. Der Wald wird gerodet. Für den Fortschritt. So. So. Gucken wir mal, ob wir weiterkommen. Das sieht hier mal gut aus. Ich habe keinen Hammer mehr. Da machen wir einen. Den muss ich mir erst wieder auf die 3 ziehen. Und dann wieder auswählen. So. Zack. Dann das Dach. Wieder mit der gesunden Körperhaltung. Ist gut für den Rücken.
So, zwei Steine. Das ist wohl hinzukriegen. Ich weiß, wir haben im Lager welche. Aber ganz ehrlich, hier liegen halt auch welche, ne? Und ich denke an meine Mitmenschen. Wenn jetzt einer stolpert. Ja, ja. Stellt sich das mal einer vor. Fällt er hin. Schifft sich das Knie auf. Ja, ja. Ja, ja. Man muss auch mal einen Schritt weiter denken. So. Zwei Steinchen. Zack. Zack. Fertig. Nicht ganz. Was brauchen wir hier? Da fehlen mir wieder Bretter. Bretter, Steine, Brennholz. Mir fehlt alles. Okay, komm, ich geh ins Lager. Aber, Bretter müssen wir trotzdem holen. Ja gut, da habe ich auch nur Steine drin, ne? Brennholz habe ich auch keins. Nö, da lasse ich die Steine da drin, dann hole ich einfach welche. Auf dem Weg, wir müssen jetzt eh darüber. Guck mal, da kriegen wir Brennholz raus. Hier kann ich schon mal Steine aufsammeln. Gras kann ich auch gleich noch mitnehmen. Das werden wir auch brauchen. Was kriege ich, wenn ich einen Busch einsammle? Komme ich dann auch Gras oder? Ne, Stroh habe ich sogar noch. Da brauche ich gar kein Gras. So, dann müssen wir wieder einen Baum fällen. Der sollte es tun. Ich weiß halt echt nicht, wie das mit dem Aufforsten ist. Langsam mache ich mir Sorgen. Weil die Wege werden immer weiter. Na toll. Wer hat sich denn das ausgedacht? Mensch, das war aber knapp. Ich hatte den Tod vor Augen. So, ich nehme mal zwei Stämme. Und... Entschuldigung. Dann mache ich mal hier die... die Brettchen draus. So. Stöckers nehmen wir auch wieder mit. Gut. So. Dann machen wir jetzt dieses Ding fertig in drin. Dann teilen wir die Hütte zu und dann ist die Aufgabe erfüllt. Dann haben wir der Guten auch hier, sei du, Lunge ist auch in jeder Hütte rum, ne? Weißt du, wenn du eine Hütte willst, musst du einfach nur den Mund aufmachen. Musst einfach nur was sagen. Dann baue ich dir eine. Aber aktuell kann man die, glaube ich, nicht... Hier kann man, glaube ich, keine Hütte zuordnen, ne? So beleidigt. Ja, dann geh. Tschüss. Verschwind. Hexe. So. Da machen wir nochmal. Bevölkerung. Gut, sie zählt auch nicht zu meiner Bevölkerung, also kann ich sie auch nicht zuordnen. Das geht halt nicht. Akku ist zufrieden, sie ist nicht so zufrieden. Das ändern wir gleich, indem sie einfach ein Haus kriegt. So. Bett. Dün, 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 dün. Arbeitslos. Können wir ihr noch einen Job zuweisen, Arbeitsplatz zuweisen? Ja, aktuell kann sie halt auch nur kochen. Nö. So, apropos kochen. Wie sieht's denn aus? Akku hat jetzt genug Zeit zu kochen, rein theoretisch. Das Ding ist... Sich den Fraß unter den Nagel zu reißen, ist halt nicht
Ich weiß halt nicht, wo die das Essen hinpackt. Das ist richtig kacke. Ich hatte voll viel Essen. Mann, ey, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Mann. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, jetzt die Brücke wieder aufbauen, okay. Jetzt halt die Frage. Jetzt schaue ich gerade mal, was brauchte ich denn dafür? Das war hier. Was fehlt mir denn da noch? Also Bambus habe ich genug, ist aber das Einzige, was ich genug habe. Steine noch, Bretter und Holzstämme. Fangen wir mal Schritt für Schritt an. So, das schmeißen wir mal raus. Das hat ja wunderbar funktioniert. Spitzhack. Filmstein. Ich glaube es nicht. Mir fehlt einfach alles. Ich muss mich mal richtig ausrüsten, sehe ich gerade. Das ist ja hier ein Zustand. Zustand des Grauens. So. So, dann gehen wir mal da hoch. Ich bräuchte ein paar Steine. Steine finde ich auf dem Weg. Dann würde ich nämlich ganz gerne mal kurz eine Spitzhacke machen und gucken, was ich da rausbekomme. Was kann ich eigentlich mit denen machen? Kann ich mir das Spitzhacke abbauen? Okay, alles klar. Dann baue ich mir doch mal eben schnell eine Spitzhacke und guck doch mal, was dann passiert. Ob das einfach viel mehr Sinn ergibt. So, weißt du was? Den Hammer, den packe ich mir jetzt mal auf die 8. Dann mache ich die Spitzhacke auf die 3. Die Axt auf die 4. Und die Dreichsel mache ich dahin. So. Spitzhacke. Okay, dann kriege ich Steine raus. Und zwar besser, als wenn ich abbaue, vermute. Also wenn ich sie sammle, baue ich sie halt einfach ab, dann muss ich nicht rumlaufen. Okay. Okay, okay. Mit Eisenspitzhacke. Okay, die habe ich noch nicht. Stahl. Okay, also umso größer, desto aufwendiger. So, dann baue ich mir nochmal eine Axt. Dann baue ich mir nochmal... Keine Ahnung. Nochmal eine Spitzhacke. Und dann baue ich mir nochmal eine Axt. So. Und jetzt mähe ich ein paar Bäume nieder. Fangen wir mal hier hinten an. So.
Wir brauchen sehr viel Holz auf jeden Fall immer. Ich glaube, ein Holzlager wäre eigentlich gar nicht schlecht, ne? Da könnte ich hier so zwischen den Folgen vielleicht auch einfach mal. So ein bisschen Holz und so Sachen farmen. Plumps. So, Stämme brauche ich sowieso ein paar. Ein paar mehr sogar. So. Dann machen wir so. Da oben haben wir noch ein Bäumchen. Gut. Bretter. Brauchen wir auch einige. So. Dann können wir dann gleich die Brücke reparieren, dann sind die alle glücklich. Vor allem habe ich ja, haben wir ja vorhin mitgekriegt, dann sollen ja wohl diese fahrenden Händler kommen. Da bin ich immer gespannt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich würde ganz gern wissen, wo Akko unser ganzes Essen hingepackt hat. Ich finde das jetzt gerade echt uncool. Ich habe da echt voll viel Essen reingeschmissen. Und es ist jetzt alles weg. Ich hoffe, das ist kein Bug. Das wäre sehr uncool. Das war ein sehr uncooler Bug auf jeden Fall. Also komm, wir nehmen noch ein paar Stämme mit. Brauchen wir sowieso permanent. So, jetzt sieht es aber wieder gut aus, oder? Hier ist kein Stamm, ist noch ein Stamm. So. Gut, so weit, so gut. Jetzt schauen wir nochmal kurz rein. Ah, dann habe ich auf die 8 gepackt. So, muss ich mir erst ein bisschen dran gewöhnen. Moment. So, jetzt sieht das auch richtig gut aus. Auf dem Weg dahin esse ich ein paar Pilze. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist kein Bug. Ich hoffe, das Essen taucht wieder auf aus Zauberhand. Ich weiß nicht, wo es ist. Oder die haben es gegessen. Das kann natürlich auch sein. Dass die halt, weil ja hier diese Hungersnot war hier, dass die ja alle nichts zu futtern hatten, dass die dann gesagt haben, okay, wir essen das jetzt einfach, weil wir haben auch Kohldampf. Kann natürlich auch sein. Es ist ja nämlich nicht alles verschwunden, es ist ja nur ein Teil verschwunden. Natürlich blöderweise die guten Sachen, die sind verschwunden. Aber wie gesagt, nur ein Teil. So, jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass ich es hier hinbaue. Doch, nebendran. Zum Glück ist das nicht groß. Mein Gott. Alter, halbe Werkstatt hier hinbaut. Weiß ich, er stellt da so einen kleinen Tisch hin. Mit ein paar Werkzeugen nebendran oder sowas. Nee, er richtet gleich eine ganze Werkstatt. Ja, können wir gleich 5 Angestellte hinstellen noch. Kurz Energie auffüllen und weiter geht's. Fertig. Ich glaube, er hämmert weiter. Nee.
Ja, machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Wir kümmern uns immer schön um die Bedürfnisse. So, jetzt kann ich uns ja eigentlich den Job hier zuweisen, oder? Arbeitsplätze. Okay, also das wurde echt für die verwendet, ne, wie es aussieht. Ja, weil wir haben hier plus 605, minus 90. Aber die sollen essen. Wir organisieren dann halt wieder Futter. Nee, kochen will ich nicht. Ja, ich. Arbeitsplatz zuweisen. Ich kann aber aktuell nur diese Kochstellen zuweisen, wie es aussieht, ne? Ja, ich habe nur Koch als Beruf aktuell. Ich könnte ihr jetzt auch ein Ding zuweisen. Koch, aber haben wir zwei Köche. Das macht ja wenig Sinn. So. Keine Ahnung. Ich bin überfragt. So, was soll ich denn hier machen? Okay. Wie mache ich das jetzt? Gehe ich da rein oder? Aha, ich muss jetzt hier die Dinge einfügen, hinzufügen. 20 Stämme, 40 Bretter. Habe ich keine Bretter mehr? Doch, ihr habt hier ein Bretter. Material ändern. Brett. Jetzt habe ich 36 Bretter drin. Okay. Gut, dann holen wir hier ein paar Bäume schnell. Das kriegen wir hin. Das war die Spitzhacke, das war die Axt. Kurz an die Umbelegung wieder gewöhnen. Wir brauchen relativ viele Baumstämme jetzt. Hi. So, da war kurz die Aufnahme weg. War mein Fehler, hab versehentlich auf die falsche Taste gedrückt und die Aufnahme so beendet. Ja, aber ich glaube, die Folge war eh schon rum. Ne? Ich war schon wieder lange überzogen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, oder? Also gut, bis dahin. Ciao.